Sein Fall sorgte für besonderes Aufsehen. Vor laufenden Kameras wird der ehemalige Postchef zum Winkel im Februar 2008 abgeführt. Er hatte fast 1 Million Steuern hinterzogen und war durch eine Steuer-CD ins Visier der Fahnder geraten. 2 Jahre Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe von 1 Million Euro, so das Urteil. Auch Boris Becker entging nur knapp dem Gefängnis. 1,7 Millionen Euro Steuern hatte der ehemalige Tennisstar hinterzogen. Er wurde zu 2 Jahren Haft auf Bewährung plus 500.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Alice Schwarzer entging den Ermittlern durch eine Selbstanzeige und blieb straflos. Sie hatte seit den 80er Jahren die Zinserträge eines Schweizer Kontos nicht versteuert. Schwarzer zahlte 200.000 Euro Steuern plus Säumniszinsen nach. Ein Weg, den inzwischen immer mehr säumige Steuerzahler wählen. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Selbstanzeigen verdreifacht. Diese Selbstanzeigewelle ist natürlich gut für die Staatskasse, wenngleich man einräumen muss. Keiner dieser Selbstanzeiger macht das freiwillig, sondern sie spüren alle den verschärften staatlichen Verfolgungsdruck. So war es auch bei Uli Hoeneß. Er will jetzt reinen Tisch machen und räumte ein, 18,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Ob ihn sein spätes Geständnis vor dem Gefängnis bewahren kann, wird sich wohl noch in dieser Woche entscheiden.